Das UN-Hauptquartier Architektur. Heute bauen wir es in Lego nach. Ja, ich habe hier das mal zu einem Geburtstag mal vor Jahren geschenkt bekommen. Ja, ich würde es gerne heute mit euch gemeinsam auspacken. Naja, was heißt auspacken? Es ist schon benutzt, man sieht es hier an Abnutzungsstellen. Ich würde es gerne heute mit euch bauen. Eine ganz edle Box hier. Eine Anleitung mit vorne noch ein paar hübschen Bildern zum UN-Gebäude und hier dann die Anleitung, nach der wir das jetzt heute bauen werden. Ich freue mich darauf. Ich hoffe, ihr freut euch genauso drauf. Los geht's. Nach dem Intro mit dem Aufbauen dieser Lego Architektur. So, um ehrlich zu sein, muss man mal vielleicht sagen und erwähnen, dass ich in meiner Kindheit, eigentlich auch bis heute, ein begeisterter Lego-Fan bin. Das ist jetzt kein Produktplacement, nein, es ist eine Meinung. Das wollte ich mal sagen, hier. Man sieht hier ein bisschen meinen unaufgeräumten Tisch, aber darum soll es ja nicht gehen. Wir bauen jetzt heute ein bisschen. Ja, ich verwende das Wir. Ihr guckt zu. Ich baue. Ja. Ich folge den Anweisungen. Vielleicht gibt es zwischendurch ein paar Timelapse. Ich kann ein bisschen was erzählen. Kann ein bisschen plappern. Ja. Ist vielleicht auch ein gutes Thema, um mal so nicht aus der Kamera halten. Ihr sollt es ja mitbekommen. Es ist vielleicht auch ein gutes Thema, um halt, ja, ein bisschen Real Talk zu machen, wie man es so nennt. Hier haben wir das hier. Die Anleitung. So, zweimal. Das sind so wunderschöne Bilder hier. Wer es nicht kennt, Lego-Bauwerke. Zweimal wird dann so ein Bild angezeigt und dann muss man halt vergleichen, wie viele Punkte sind hier drauf, wie viele Punkte sind hier drauf und dann, ja, wird heute eine entspanntere Runde. Hier klimpert gerade mein Adventskranz, mein Pseudo-Adventskranz. Ja, denke, das ist jetzt hier das Richtige. Das muss dann hier so dran. So. Lego ist auch irgendwie. Ich beziehe mich jetzt nicht immer nur auf Lego. Es gibt auch andere Spielbausteinproduktionsfirmen, die auch sehr gut sind und die ich jetzt nicht in den Schatten stellen will, aber ich bin irgendwie ein Markenkind. Ich bin mit Lego aufgewachsen. Ja, es ist. Mein Vater hat mal davon erzählt, es gab eine Kindheit, so eine, in seiner Kindheit in der DDR ist er aufgewachsen, eine Art Lego-Ersatz irgendwie, so ein. Ich weiß jetzt nicht ganz, wie es hieß. Es war schlechter und ein bisschen brüchiger. Und ja, fragt eure Eltern. Die können es euch erzählen. Ich nicht. Ich bin auch erst 1997 geboren. Da war die DDR schon längst Geschichte. Davon kann ich euch nichts berichten. Dazu bin ich viel zu jung. Ja.
Ich bezweifle, dass es überhaupt einen YouTuber gibt, in der euch ernsthaft darüber berichten kann. Ja. Wieso ich mir das UN-Hauptquartier geholt habe, gewünscht habe damals, das kann ich euch sagen. Es hat einfach, es, ich bin einfach irgendwie schon immer so ein bisschen Politik begeistert. Also nicht so großartig, also nicht megamäßig Politik begeistert, dass ich sagen würde, ich werde jetzt Politiker. Ne, so nicht. Aber ja, ein kleines Fünkchen Politikbegeisterung existiert bei mir dann auch. So. Ist auch immer fantastisch, wie wunderschön durchdacht die Bauten hier sind, dass das auch einen Sinn ergibt, dass das hier genauso gebaut werden müssen, dass das das Ding hält, dass das nicht irgendwie macht für mich auch so ein bisschen den Reiz daran aus, das zu bauen. Auch Leuten, die sich nicht so gut fühlen, einen Raum zu bieten, mal ein bisschen was zu sehen, was sie erheitert. Oder auch Gesprächsthemen anzusprechen, zum Nachdenken herauszufordern. Gerne mal mit Leuten auch über Politik diskutieren. Da bin ich ein Fan von, könnt ihr in den Kommentaren gerne machen. Ich diskutiere in den Kommentaren gerne mit euch über Politik. Solltet ihr das wollen, solltet ihr mit mir über Politik sprechen wollen. Das da ist falsch. Das muss ab. Zack. Der Reiz an YouTube für mich ist es auch ein wenig mit, ich sag's mal so, mit anderen in Kontakt zu treten, andere zu unterhalten und, das sagte ich schon, mit anderen halt über das und Drehte halt ein bisschen mich auszutauschen, das.
So, zack, weiter geht's. Ich habe in der Zwischenzeit hier mal die Teilchen gefunden, die ich gesucht habe. Ja. Ich habe die Daten mal auf den Laptop übertragen. So, jetzt geht's ja bei hübschem Tageslicht weiter. Ich habe mal die Gardine geöffnet und mal ein bisschen Sonnenlicht hineingelassen. So, zack, weiter jetzt. Zack. Muss natürlich gerade und dann und zack oben drauf und dann. So.